Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Ich sehe schon, wir können schon wieder die jungen Spieler über den Platz jagen. Das machen wir mal auch. Alles simulieren. Und dann geht das weiter. Zuletzt gute Leistung. Barco mit einem A. Super. Schmidt mit einem B. El Rondo, Neves. Eggestein mit einem D. Okay, das ist ein bisschen doof. Aber der hat jetzt auch lange nicht mehr eine Chance gekriegt. Da müssen wir mal schauen, was jetzt vielleicht jetzt geht am nächsten Spieltag. Modane noch Transfers. Da könnte ich eigentlich noch mal gucken, ob wir denn da noch mal aktiv werden. So, Spieler ist auskuriert. Delaney ist wieder fit, das ist gut. Georgie Boer. Wo ist er? Rechte Flanke. Nee, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Diego Lagesalt. Linkes Mittelfeld. Da bin ich ja eigentlich gut besetzt. Ich würde jetzt eher mal gucken, ob wir vielleicht noch einen Spieler irgendwie verkaufen können. Wo waren das jetzt hier? Spieler Transferzentrale da. Okay. Isaac. Den könnten wir eigentlich holen. Für 4,2 ist das echt ein Schnäppchen. Der ist auch erst 18. Kukurella für 3 Millionen. Plobmann. Na ja, gut, das sind ja jetzt schon irgendwie Eigengewächse. Mané, Ölschlegel. Verlat. Jay Donjo. Ne, Laxalt. Mmh. 6,4 Millionen. Form schlecht, ist aber sehr glücklich. Wollen wir uns den holen? Ah, ich weiß nicht. Das ist ja jetzt relativ neu, dass die Spieler halt auch so eine Ausstiegsklausel haben und dann, ach mein Gott. Ich glaube, aktuell haben wir einen ganz guten Kader, wir haben junge Leute. Mal sehen, ob sich da noch was tut, ob da Leute unseren Verein verlassen. Breaking News. Was haben wir für Breaking News? Gar nichts. Das ist jetzt ja auch doof, dass wir jetzt so eine... Robert Boer ist ausgeliehen, okay. Transferangebot für Milos Veljkovic. Boer ist ausgeliehen. ZSK Moskau. Wir machen das mal. Okay. Auf der Transferliste. Das ist nicht so gut, dass der eine Freigabesumme hat. Naja, wir gucken mal weiter. Okay. Ja, wird jetzt also wahrscheinlich, vielleicht hatte ich das auch, keine Ahnung, das dauert jetzt ja ein paar Minuten. Und eigentlich würde ich jetzt ja lieben gerne eigentlich jetzt eigentlich spielen. Ich bin einsatzbereit, sagt Delaney. Ja, das ist schon das Spiel. Wunderbar. So, guck nochmal. Scouting Update. Auch 110.000. Ein Torwart, ne? Okay. Patrick Wagner. 810. 60. 70. Mann, hier vielleicht nochmal Megatalent. 70, ja, komm auf. Nee, machen wir nicht. Wir gehen aber hier nach Nachrichten von Spielern. Ich bin einsatzbereit. Wunderbar, dann wirst du auch gleich spielen, Junge. Und dann geht's auch los. Ein schönes Heimspiel gegen Hoffenheim. Das bringt's einfach. Ja, mal schauen. Also Boer ist weg, das heißt, wir müssen so oder so jetzt schon mal in der Abwehr so ein bisschen umbauen. Sané, Ovejkovic spielt sogar von uns Anfang an. Scheiße. Dann packen wir mal... Den packen wir denn mal rein? Palencia vielleicht. Ja, so machen wir das mal. Und wer wird unser neuer...
Onacho, den hatten wir ja auch geholt. Versuchen wir es mal mit Hermansson vielleicht für Velkovic. Ansonsten im Sturm. Vielleicht auch gleich Onacho mal bringen. Kann man auch mal machen. Schmidt hat immer gut trainiert. Der kommt mal mit für ihn hier. Nuno ist verletzt. Delaney will auch unbedingt mit. Dann darf der auch gleich mal ran für Gondorf. Was? Einer der Spieler schwer verletzt? Wie schwer verletzt? Dann kann er doch nicht mit. Oh, Spiel. Okay, egal. Ich ändere nicht viel rum. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir gehen da jetzt rein. Wir bringen im Prinzip Palencia, den wir ja schon zu Anfang der Saison geholt haben. Vielleicht soll ich mir jetzt doch überlegen, nochmal diesen Verteidiger von Barcelona zu holen. Wenn Bauer jetzt weg ist. Ah, siehst du, das ist ein Tackle, oder? Komm, dich tackle ich jetzt nochmal. Haha. Okay, auf geht's. So, Folge nämlich schon wieder knapp 6 Minuten und ist nichts passiert. So. Kruse, auf ihn wird es wieder ankommen. Mal sehen, vielleicht hat Hoffenheim jetzt auch Gnabry aufgeboten. Und mal sehen, unser Neueinkauf im Sturm. Onacho ist dabei von Anfang an. Hinten mit Hermansson. Vielleicht jetzt seine Chance, wenn in der Tat Velkovic den Verein verlässt, dann ist vielleicht für ihn auf jeden Fall eine größere Chance da, dass er zu Einsatzzeiten kommt. Kruse. Bako behält erstmal den Überblick. Keins. Oh, verdammt. So, der Ball dürfte weg sein. Da kommt Bako nicht dran. Sehr gut, Bako. Was war das denn? Gibt Ecke. So, Ecke reinbringen. Oh, Nacho ist groß. Palencia versucht es mit einem Distanzschuss, aber der war nicht so gut. Aber er ist vielleicht der Nutznießer davon, dass jetzt Robbie Bauer ausgeliehen wird. Und der Schuss war doch schon mal nicht schlecht. Dafür, dass er jetzt so von heute auf gleich reingekommen ist. Und Polanski ist verletzt bei den Hoffenheimern. Das ist natürlich bitter, so früh in der Partie und das auch noch gleich im ersten Spiel der Rückrunde. Toussaint. Oh, das ist nicht gut verteidigt. Wer kommt da denn angepaced? Palencia, der ist schnell, aber naja gut, es geht auf jeden Fall jetzt Ecke für Hoffenheim. Ersten 10 Minuten sind um, ein bisschen zerfahrenes Spiel, muss man schon sagen. Hose auf Onacho. Ah, verdammt, Fehlpass. Hermansson, pass auf. Bako. Gondorf. Onacho macht das hier super. Oh, jetzt vielleicht Gondorf mit einem Schuss. Meine Güte, fällt da um. Aber gutes Zusammenspiel schon mit Onacho. Das gefällt mir schon mal gut. Und Gondorf auf jeden Fall, naja, dafür, dass er eigentlich jetzt fast nicht gespielt hätte, in der Saison hätte er zeigen können, in dieser Spielszene, hätte er zeigen können, weißt du was, wie gut, dass du mich mitgenommen hast. Einwurf. Correa, Flanke, Dropkick von Kruse gibt Abstoß. What the heck? Okay, weiter geht's. Baumann mit dem Abstoß. Oh, Polanski. Aber Augustinsson hat da aufgepasst. Onacho. Schön mit Übersicht auf Correa. Jetzt durch. Flanke. Und Gondorf mit dem Kopfball. Zweite gute Chance von Gondorf. Meine Güte, hätte ich den nicht spielen lassen. So, verschätzt. Bako. Wieder Gondorf. Auf Onacho. Und Hübner muss da ein Bedrängnis klären. Gibt Einwurf. Gondorf.
Ah, das war nicht gut von Kainzi. Das war nicht gut. Gondor wieder stark. So, jetzt Hazard. Spielt mittlerweile anscheinend bei Hoffenheim. Hermansson macht das gut. Ah, verdammt. Onachu. Ja, welcome to the Bundesliga. Und dann gleich Winter. Aber gleich ein Heimspiel, was ja auch schon mal gut ist. Oh, Hermansson macht das super. Wieder schön gemacht. Huse. Ah, verdammt. Gerade im Moment, wo ich passen wollte, geht natürlich der Abwehrspieler dazwischen. Das ist doof. Das ist ätzend. So, Kaderabarek läuft da oben lang. Macht hier große Schritte. Aber kann auch die Flanke machen. Macht da. Utz und Pavlenka. Auf dem Posten. Correa verliert den Ball. Schöner Einsatz von Kainz. Onachu wird hier gefault von den Gipfelstoß. Christiansen. Ah, verdammt. Wieder Zuba kann den Ball hier im Prinzip abspitzeln. Oh, schön jetzt. Auf Onachu vielleicht. Oh, der kriegt ja noch eine Rücklage, aber war nicht schlecht gedacht. Schöne Chance kreiert, wie man es immer so schön sagt. Oh, wieder schön. Flanke Correa. Das Onachu. Kainz. Und der Ball hoppelt ins Tor. Was für ein Gammeltor. Aber letztendlich ein Tor. Nutznießer Flori Kainz aus dem Hinterhalt. Trifft er den Ball nicht richtig, aber keiner kommt mehr dazwischen. Oder nimmt den Ball. Hier sehen wir es nochmal schön. Nicht richtig getroffen, aber keiner geht mal ran an den Ball. Hier sehen wir es. Und da hoppelt der Ball rein. 1:0, wir freuen uns. Das hat sich abgezeichnet. Irgendwie 36. Minute. Flori Kainz macht hier das 1:0 zu Hause. Die Bremer Fans zufrieden. Freuen sich gleich auf die Wurst. Die Stadionwurst in der Pause. Und vielleicht ein ja, kaltes Bier. Weiß ich nicht bei den Temperaturen. Aber auf jeden Fall alles nach Plan aus Sicht von Werder. Correa macht das hier super. Stampft wieder durch. Sucht. Onachu. Aber Baumann ist dabei. Hazard. Auf Rupp. Schöner Spiel auf Polanski, der sich eigentlich verletzt hat. Aber beißt auf die Zähne. Versucht hier das Offensivspiel zu beleben. Das klappt auch. Zuba. Aber da ist wieder Correa dabei. Valencia. Und wieder Spielaufbau. Gefällt mir gut, da sich Onachu immer gut anbietet. Wieder über Correa. Und Kruse schießt hier noch. Schön gesehen von Onachu, dass Kruse bessere Chance hatte. Und dann noch eine letzte Minute. Wird oh, mit der Hand sogar geblockt. So. Wir spielen mal hier hinten auf Onachu. Ja, das war jetzt nicht so gut. Vogt. Dürfte gleich Halbzeit sein. Schön nochmal auf Troussard. Oh, Pavlenka ist draußen. Schön auf Augustinsson abgelegt. Sehr wachsam, Pavlenka. Und der Ball auf Correa kommt nicht an. Da wollte Kruse jetzt auch mal andersrum mal Correa in Szene setzen. Ansonsten starke Leistung von Correa. Macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, dass der so eine Freigabesumme hat. Da müsste ich eigentlich nochmal rangehen an den Vertrag. Das passt mir ja gar nicht eigentlich. Aber egal, wir machen erstmal weiter. Zweite Hälfte Palencia. Correa, da ist er gleich wieder. Okay, die Flanke auf Baku, die war zu offensichtlich und dann auch noch schlecht vorgetragen. Hazard. Ja, machen jetzt schön Wind, die Hoffenheimer.
Freigelaufen, wieder Hazard. Oh, Rutsche. Polanski, Polanski, Polanski. Ist nur ein Tor. Es ist ja noch nichts entschieden. Barco versucht zu stören. Schafft es nicht. Und Abschluss von Marc Ruth. Und Glück in dieser Situation für Werder. Pavlenka muss nicht eingreifen. Aber im Prinzip das Signal von Hoffenheim eindeutig. Die werden ja auf jeden Fall auf Konter spielen, sage ich jetzt einfach mal. Oh, Ballverlust von Kainz gegen Troussard. Ja, hoffen wir sind auf jeden Fall bis jetzt besser aus der Kabine gekommen. Läuft ein bisschen besser. Unachu macht das Tor. Unachu. Erstes Spiel für seinen neuen Verein. Nach einer guten Vorstellung in der ersten Halbzeit nutzt er hier seine erste richtige eigene Chance. Hat viel Platz und haut den Ball unhaltbar für Baumann ins Netz. Das gefällt mir natürlich. Ist natürlich super, wenn so ein Neueinkauf dann auch gleich im ersten Spiel so eine gute Leistung zeigt und dann auch noch ein Tor macht. Unachu macht hier das 2:0 und das ist für Hoffenheim natürlich bitter. Die hier in der zweiten Hälfte bis jetzt besser waren, das muss man einfach sagen. Aber die Tore sind letztendlich das Entscheidende. Und da wäre er jetzt das zweite. Super. Und wieder Pavlenka. Was? Torwart faul. Okay. So, Hermansson. Kein Ziel. Schön. Unachu. Pfosten. Nachschuss. Kruse. 3:0. Schneller, sauberer Angriff. Wenige Stationen. Und Unachu hier mit einem Pfostenschuss. Und dann Max Kruse an der richtigen Stelle. Macht hier das dritte Tor. Und das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Gut gemacht von Unachu. Und Kruse kann den Ball dann einfach, ja, relativ gesehen einfach ins Netz drücken. So, jetzt werden wir mal schauen. Vielleicht können wir jetzt auch mal ein bisschen wechseln. Dass wir hier ein bisschen wieder unseren Stars mal Luft geben. Schmidt hat immer gut trainiert. Kommt jetzt mal rein für Kainz, der war so ein bisschen matt. Dann haben wir hier noch, Eggestein vielleicht für Christiansen, habe ich noch gar nicht gesehen. Aber das heißt ja auch, wir haben nicht viel zu auszustehen zu haben. Also von daher seine Sache wohl gut gemacht. Und dann bringen wir jetzt einfach mal zentraldefensiv Leute. Vielleicht zum Ende hin nochmal Belfodil für Kruse. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal. Oh, Nacho wieder. Balleroberung. Barco, Flanke. Correa. Aber das war nix. Und das war zu offensichtlich gespielt auf Unachu. Und somit jetzt Hoffenheim vielleicht jetzt mal mit einem Entlastungsangriff. Aber das hat sie jetzt bitter überrannt. So gut eigentlich angefangen in dieser ersten Phase der zweiten Halbzeit. Und dann kommt Werder, macht eiskalt einfach mal im 2 Tore. Kein Ziel, das war nicht gut. Jetzt vielleicht der Anschlusstreffer. Nein, Pavlenka mit einer super Reaktion. Klärt zur Ecke. Jetzt die Wechsel verzogen. Keins geht raus. Und auch letztendlich Christiansen. Mal sehen, was die beiden Youngsters hier noch zeigen. Schön Gondorf. Und kein Problem für Pavlenka. Ja, wenn wir jetzt mal im Prinzip das Spiel jetzt dann doch mal benoten würden. Eine gute Leistung, kann man schon sagen. Correa. Palencia hat das gut gemacht. Und jetzt nochmal ein gefährlicher Rückpass auf Baumann. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Oh, Unachu noch mit der Riesenchance. Gut in Szene gesetzt von Max Kruse, aber der Ball dann doch ein bisschen verzogen. Aber gefällt mir gut, wie die beiden harmonieren. Also das muss ich schon einfach sagen. Unachu, erstes Spiel, ordentliche Leistung und sogar schon ein Tor. Was will man da einfach mehr verlangen?
Und wir müssen überlegen, Belfodil ist ja letztendlich auch nur ausgeliehen. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen auch zukunftsorientiert verstärken. Ah, goddammit. Tja, Gondorf, das war nicht so richtig gut. 73. Minute. Baku. Auch das war jetzt von Unat schon nicht ganz so gut gedacht. Und gut, da kann natürlich das Abspiel mit den Kollegen auch noch nicht so richtig funktionieren. Augustinzer und Bären stark. Immer wieder Gondorf. Fast an jeder Aktion beteiligt in irgendeiner Art und Weise. Unachu. Und Weider macht weiterhin Druck. Schulz. So, ich stelle schon mal den nächsten Wechsel ein. Ich denke mal, es wird Zeit, dass Hajrovic mal wieder ein bisschen was bringt. Korea so ein bisschen nachgelassen. Dann darf er auch raus. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Kriegt Isad Hajrovic nochmal so ein paar Minuten, um mir nochmal die Seite zu beackern. Da kommt Korea gegen Schulz. Und Schulz kommt sogar zur Flanke. Pavlenka mit einer super Rettungsaktion. Faustet den Ball erstmal weg. Rupp. Ist noch nicht ausgestanden hier. Hazard. Und Pavlenka wieder mit einer super Parade. Hält hier die Null auf jeden Fall. So, jetzt der Wechsel verzogen. Pavlenka mit 8 Paraden. Das zeigt einfach, dass auch die Hoffenheimer ja ihre Chancen haben. Aber dagegen steht letztendlich Pavlenka jetzt. Kruse. Oh, schön abgelaufen von Toussaint. Aber da bleibt Kruse standhaft. Und jetzt Unachu. Unachu verzieht. Das war doch so sicher. Toller Einsatz eigentlich von Max Kruse. Unachu. Dann leider zu unkontrolliert. Aber das soll ihm sein verziehen. Wie gesagt, erstes Spiel für den neuen Verein. Und er hat seine Sache, wie gesagt, gut gemacht. So, 84. Minute. Kommt da nochmal was von Hoffenheim? Ich hoffe mal einfach nicht. Hazard. Und ich würde trotzdem sagen, also Hoffenheim hat nicht schlecht gespielt. Hat auch eigentlich ganz gute Chancen gehabt. Wie jetzt zum Beispiel, aber wenn es nicht so wie hier läuft, dass es wirklich dann ein paar Zentimeter daneben sind, dann ist es wirklich Pavlenka, der hier mit seinen Paraden hier Werder wirklich immer noch hinten clean hält. So, jetzt unten. Und Unachu! Was ein tolles Tor. Doppelpack für den Neuzugang. Nachdem sich hier Baku unten freigelaufen hat. Hinten hat man gemerkt, Hoffenheim hat aufgemacht. Alles nach vorne gesetzt. Und dann hast du natürlich auch diese Lücken wie hier. Und da kommt die Flanke. Baumann kann den Ball quasi nicht richtig unter Kontrolle bringen. Und faustet ihn quasi vor die Füße von Unachu. Und der macht hier so eine Art Dropkick. Und sein zweites Tor. Da kann er sich freuen. Willkommen in Bremen, Unachu. 4:0. Da läuft das schon wieder an. Das ist ein Kraftpaket. Was haben wir denn da geholt, sagt man. Oh, Vorsicht jetzt. Hazard. Und wieder Pavlenka. Souverän. So, Spielzeit ist vorbei. Kommt da noch was? Boah, schön. Und jetzt ist das Spiel zu Ende. Wir gewinnen das Heimspiel gegen Hoffenheim mit 4:0. Und Unachu macht in seinem ersten Spiel eine richtig gute Partie. Insgesamt verdienter Sieg für uns. Also wirklich tolle Leistung für Hoffenheim. Nicht schlecht gespielt, nichts Zählbares am Ende. Und ja, sie dürfen einfach wieder nach Hause fahren. Erster Man of the Match für mich, Unachu. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Der nächste Spieltag lässt nicht lange auf sich warten. Also bis zum nächsten Mal, mach's gut und ciao.